Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, ich war gerade ein bisschen irritiert, weil da irgendwie ein Blatt in meiner Wohnung am Rumfliegen war. Sah zumindest gerade am Anfang so aus. Wir können jetzt unsere Tränke einsammeln. Da haben wir 3 von 6. So, den haben wir. Das heißt, wir müssen jetzt noch 2 machen können. Okay, sehr schön. Dann machen wir schon mal einen hier rein. Die sind in 4 Stunden fertig. Die Frage, ob ich dann da bin. Ich schau mal eben, was kostet nochmal der Tempotrank. Wir haben jetzt nur den normalen, ne? Den anderen hat man noch nicht gekauft. Der ist nicht so günstig. Seetang müssen wir unbedingt nochmal haben. Ich muss mal gucken, ob ich eventuell. Aber Seetang, glaube ich, nee, das kann man nicht bei Shelby kaufen, ne? Kann ich auch, glaube ich, nicht bei dem Surfer kaufen, soweit ich mich erinnere. Und Hexenkraut finden wir natürlich auch nicht allzu oft. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen es ja herstellen. Wir sollten uns noch mal ein bisschen Tinte herstellen, dass wir das für die anderen Sachen dann auch haben. So, dann zaubern wir mal eben den Tempotrank. Temposchub. The time for walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. Ich hoffe, das hat jetzt keiner gesehen, weil ich ja draußen bin. So, wie lange brauchen die eigentlich noch, bis die hier mal größer werden? Die sehen immer noch so mini klein aus. 4 Tage, ach du Schande. Und in der ganzen Zeit können die Bienen nichts machen. Das ist natürlich nicht so dolle. Orangen haben wir eingesammelt und wir dürfen auch noch Zitronen einsammeln. Sehr schön. Ich liebe es immer wieder davon, was einzusammeln, von den Bäumchen. Ich habe ja lang genug drauf warten müssen. Oh, such a pretty girl. Ein Knochen. Ja, die sind ein bisschen seltener, aber hin und wieder kriegen wir die auch mal von Kitty. Dann mache ich nochmal Trick 17, probiere ich nochmal, wenn ich das jetzt von links mache. Ah ja, also das muss wohl tatsächlich dann von der Seite gemacht sein, damit die dann wirklich beide macht. Gut, hier können wir es leider nicht machen, weil da kommen wir ja so nicht direkt durch. Müssen wir dann halt mit der Hand machen. Ich habe rechts ein Unkraut gesehen. Oh mein Gott. Was? Jetzt schon? Ich habe doch gerade mal 4-mal gegossen oder so. Es kann doch nicht sein, dass das jetzt schon leer ist. Ach, doch, es kann doch sein. Ich habe gestern, glaube ich, nichts nachgeholt am Wasser. So, jetzt machen wir das nochmal von der Seite. Wenn ich oben stehe, macht er dann auch das untere? Ja, das macht er aber trotzdem auch. Okay. Gut, perfekt. Wir haben sogar 2 Unkraut. 2 Unkraut. Ja. Damit wir das endlich abschließen können, mache es ganz schnell hier rein. Oh, Moment. Bevor die mir jetzt gleich abhaut. Hier kann ich noch eins geben, genau. Oh my. Perhaps it's not too late to pick up a degree in history too. Francis came round to invite me to the wedding. Isn't that the nicest thing? I've only just moved in. And you know the best thing about attending this wedding? I won't have 100 aunties asking me when I'm going to be next. Ja, weil es nicht ihre ist, beziehungsweise nicht aus ihrer Familie ist. Ja, was heißt, nett ist es natürlich, aber ich sag mal, ne? Sind, nehme ich mal an, alle eingeladen, die da drin sind. So viele Leute sind es jetzt auch nicht. Oder es sind tatsächlich nur ein paar Leute. Hier waren wir schon, aber ich wollte noch mal eben hier gucken, genau, ob wir noch was anderes finden. Bei meinem Glück nicht, aber es ist mir dann ehrlich gesagt auch egal. Ich freue mich über jedes einzelne Unkraut. Oh, geil, können wir sogar noch eins rein. 2 können wir noch reinmachen. Oh, ich mag euch wieder, ihr Entwickler. Ich mag euch wieder. Eine Mohnblume ist jetzt drin. Sehr schön. Nein, ich mochte die Entwickler natürlich vorher auch. Das heißt, ich kenne sie nicht, ich kann sie nicht mögen, aber oh, ich bin so happy, dass wir das endlich abschließen können. Und dann haben wir sogar noch 2 zusätzlich. Das heißt, wir können, ich weiß nicht, wie teuer das jetzt war, 2 Felder oder ein Feld vielleicht nochmal zusätzlich machen. Sehr, sehr geil. Jetzt kümmern wir uns erst nochmal schnell um die Tiere. Was natürlich nicht ganz so schnell geht, weil wir jetzt mittlerweile, oh, ich glaube, 10 haben insgesamt, ne? Ich glaube, 5 Hühner und 5, nee, eine Kuh und 4 Schafe, meine ich, haben wir. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Was natürlich sehr geil ist wegen der Wolle. Also, ich dachte gerade, die hat jetzt gerade ein Ei gelegt. Die ist aber, glaube ich, nur über das Ei drüber gelaufen. Das sah aber irgendwie cool aus. Warum hat mich das jetzt an Star Stable erinnert? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da gab es eigentlich gar... Doch, da gab es Eier. Da gab es mal ein Oster-Event, meine ich. Wo dann auch Eier zu suchen waren, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ganz cool. Werde ich übrigens auf diesem Kanal auch nochmal komplett neu anfangen. Ich habe mit dem Aufnehmen schon mal angefangen, aber da im Moment so viele Spiele rauskommen und schon, also im Moment schon rausgekommen sind und noch rauskommen werden. Ich weiß nicht genau, wann Mirage veröffentlicht wird. Es hieß ja, dass das im März veröffentlicht wird. Dann hatten sie es nochmal verschoben. Und jetzt heißt es offiziell gar nichts mehr, also dass gar kein Datum mehr angegeben wird. Inoffiziell munkelt man, dass es wohl nicht vor August rauskommt. Das heißt, ja gut, das würde dann so ein bisschen wegfallen. Aber wir haben ja noch ganz viele andere Spiele. Also nächste Woche kommt erstmal... Ist das nächste Woche? Doch, nächste Woche. Ich habe jetzt schon alle gehabt. Oh, ich habe gedacht, mir fehlt jetzt noch einer. Nächste Woche kommt ja auch noch Resident Evil raus. Das Remake vom vierten Teil. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Was habe ich denn noch vergessen jetzt? Bin ja auch gerade ein bisschen abgelenkt, weil irgendjemand ist hier scheinbar die ganze Wohnungseinrichtung am Zusammenschlagen oder so. Irgendwie hört sich das hier gerade komisch an. Ich weiß nicht, ob man das übers Mikrofon hören kann, aber es hört sich auf jeden Fall sehr seltsam an. Ja, es kommen auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Spiele. Achso, The Last of Us, genau. Das kommt eine Woche später wiederum noch raus. Das möchte ich natürlich auf jeden Fall aufnehmen. Ja, die Serie ist ja leider nicht so dolle geworden. Finde ich sehr schade. Hatte ich mir wesentlich mehr von erwartet. Aber, naja, zwei Folgen fielen ja schon mal ganz raus. Das war nur irgendein Liebesgesülze und viel Action war nicht wirklich in dieser Action-Game-Adaption vorhanden. Hin und wieder kam mal ja, ein Infizierter vorbei, der dann nach zwei Minuten schon wieder tot war, so ungefähr. Und naja, also es war nicht schlecht gemacht. Und Leute, die das Spiel nicht kennen, haben bestimmt auch ihre Freude an der Serie. Ich will es jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber wer halt die Spiele kennt, also wer ein richtiger Fan von den Spielen ist, der findet es halt nicht so dolle. Also haben mir sehr viele schon gesagt, die halt die Spiele kennen, auch andere YouTuber beispielsweise. Und ich finde es halt sehr schade, weil HBO hätte wesentlich mehr rausmachen können. Und ich habe den Namen eigentlich nicht negativ in Erinnerung. Ah, Unkraut, Unkraut. Ich habe den auch nicht negativ in Erinnerung. Deswegen habe ich jetzt hier unten eben schon geguckt. Doch, hier unten hatte ich geguckt, ne? Ja. Aber na gut, kann man halt nichts machen. Kaufen werde ich sie mir definitiv nicht. Mal anschauen war okay, auch wenn ich bei drei Folgen, glaube ich, eingeschlafen bin. Die musste ich dann nochmal neu gucken, weil es einfach so langweilig war. Also es war dann, es wurde auch nicht wirklich viel Spannung in dem Sinne aufgebaut, sondern es war dann, Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein. Liebespaar ist ja alles schön und gut, aber ich habe es angemacht, eine Actionserie zu gucken und nicht irgendein Liebeskram zu gucken. Ich bin eh kein Fan von Liebesfilmen oder sowas. Wir haben Erdbeer-Shortcake, können wir jetzt machen. Haben wir nicht bekommen, sondern können wir jetzt machen. Ja, aber wie gesagt, also ich will es nicht schlecht reden, weil schlecht gemacht war es in dem Sinne nicht. Es war halt nur für mich als Fan von den Spielen war es überhaupt nichts. Also nicht vom Macherischen her. Es war schon gut gemacht, auch wie es gefilmt worden ist und alles. Gut, die Hauptdarstellerin hätten sie natürlich eine viel bessere wählen können, die dann auch zur Rolle passte. Die hat nicht so wirklich gepasst, also zur Rolle der Ellie. Jules Tochter ist auch komplett anders gewesen. Ach so, wir müssen ja auch noch genau. Da hätten sie auch jemand anderen nehmen können, aber das war noch okay. Ich meine, die war ja wirklich nur in der ersten Folge, so eine halbe Folge oder eine ganze Folge dabei. Ist dann nicht so schlimm gewesen. Die sah halt komplett anders aus und so. Passte nicht so optisch ins Bild. Aber ansonsten, sie hat das recht gut gemacht. Im Gegensatz zur Hauptdarstellerin hat sie dann auch Gefühle gezeigt und so. Das war alles ganz gut. Is my whirligig done? Yep, here it is. Okay. It doesn't do much. Not yet. I haven't powered it yet, silly.
I'll deliver the Whirligig to your home free of charge. But you'll need a powered gem like this one to power it. Now this baby will do a great job, but he won't last forever. Different gems can hold different charges. If you bring me more, I can charge them so you can replace this one when it runs out. I can also make other kinds of Whirligigs for different tasks. But won't my neighbors notice that I have a magical device watering my crops for me? If anyone asks, just say you imported it from Europe. And people will believe me? Yeah! How else do you think Hazel ran the farm on her own all those years? Echt, hat die auch so ein Ding gehabt? Ein Propeller bot sich an. Aufgabe abgeschlossen. Okay. Also, ja. Müssen wir mal gucken, was der alles so bringt. Hi, Wesley. Bist du soweit, mich zu heiraten? Ja, wir haben noch nicht mal das zweite Herz. So, did your mom also come to Alaska from Russia? No, she didn't come from anywhere. She grew up in Alaska. My grandparents would have preferred that she didn't marry a random foreigner. But when my dad left, they helped raise my brother and me. I wish I could see them again. Ja, neue Bekanntschaft haben wir jetzt. Dabei ist das Herz doch gar nicht gestiegen, nachdem wir gesprochen hatten. Hi! Do you ever think about going home, Perry? Where is home? Anyone I might have known back then is long gone. This is the only home that matters now. Your coven must help us protect it. Ja, Perry, das mache ich auf jeden Fall gerne. Und ich werde alles geben, dass, ja, dass wir vielleicht mal alle miteinander befreundet sein können, weil ich glaube nicht, dass wir es geheim halten können bis zum Ende. That ranch looks nicer than it did before I... It collapsed. Spontaneously. It was poorly constructed. Hm, ich hoffe mal, dass mein Schreiner damals nicht die Arbeit gemacht hat. Sonst bricht die nachher nochmal zusammen. Das wäre nicht so schön. Ich weiß gar nicht mal, was es war. War es ein Erdbeben, hatten die am Anfang gesagt? Das hatten sie in der ersten Folge mal erklärt. Aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. So, dann schauen wir unten nochmal, ob wir nochmal was finden können. Aber ich denke mal nicht, dass wir jetzt das Glück haben, noch eine Perle oder so zu finden. Aber wir schauen trotzdem mal. Da haben wir nichts. Er ist auch nicht da, so wie es aussieht. Das ignorieren wir jetzt alles mal. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir das mit dem Angeln nicht mehr machen. Aber trotzdem dauert es irgendwie wahnsinnig lange, bis wir dann alles mal kurz durchgeguckt haben, ob wir noch was aufheben können. Und ja, unsere Aufgaben dann soweit erledigt haben. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dankbar über den Temposchubzauber. Und sehr, sehr, sehr traurig, wenn ich nachher keine Ressourcen mehr habe, um den herzustellen. Da haben wir nochmal eine Muschel, sehr wichtig. Okay, also da haben wir nichts mehr. Zur Ranch können wir, glaube ich, sowieso nicht gehen. Ich meine, der hat zu, wenn ich mich richtig erinnere. Machen wir erstmal alle hier unten. Wow, it smells like bleach in here. That's exactly what it is. Working with raw meat means I gotta wipe down my surfaces all the time. I'd rather get food poisoning than have one of my customers get sick. Ach, und von der Bleiche werden die nicht krank, oder was? Alleine das Einatmen ist schon absolut schädlich. Oh, ach so, sie ist gar nicht da. Oh, was haben wir hier? I'm really glad to see you today, Tara. Really? What's up? I feel like I've gotten to know you a bit over the last few weeks. I've been wondering if you'd want to join me for a night out sometime. Ja, aber nicht so, wie er es jetzt vielleicht möchte. Wenn ich jetzt super sage, dann macht er sich wahrscheinlich Hoffnung. Also auf keinen Fall sage ich natürlich nicht, weil mit ihm ausgehen kann man ja, aber so als Kumpel halt, ne? Also du warst einer meiner Favoriten, bis der Werwolf dann eingezogen ist. Es tut mir wirklich leid. ja, ich sag mal, normalerweise würde ich sagen, ja super, können wir machen, aber da ich ihm keine falschen Hoffnungen machen möchte. Well, I guess. Sure. Okay, okay, don't worry about it. That's fair enough. I'll figure out something mellow. Aha. Oh Gott, ich muss woanders hin. Huch, was hat sie denn? You look upset.
Is something wrong? I lost my sheet music. It's a disaster. Francis asked me to play a song for his wedding and I have to practice. When was the last time you saw it? I practiced when I was babysitting the twins, after they'd gone to sleep. Maybe Emmy and Finn know something? If you see the sheet music, will you tell me? You better believe I will become the best sheet music detective. Okay. Wie, okay, hallo? Wieso eigentlich zwei? Oder heißt das, ich muss mit beiden reden? Wahrscheinlich heißt das nur, ich muss mit beiden reden. Sometimes I feel like I can hear my dad singing. What does it sound like? I don't know. Like a lullaby, I guess. Ja, mit ihm müssen wir nicht sprechen. Ist jetzt die Frage, wo sind die Kiddies? Wahrscheinlich in der Schule, ne? Ich wusste doch, dass du nicht arbeitest. Ach so, du bist sowieso schon blau. Mit dir müssen wir nicht mehr reden. Mit dir haben wir schon gesprochen. Oder haben wir dich heute Morgen abgepasst? Doch, haben wir. Meine ich doch. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher, weil nachher verpassen wir es dann doch. Und dann dauert es wieder Ewigkeiten länger, bis man da die Herzen hochkriegt. Überhaupt. Also, wir sind jetzt in der dritten Jahreszeit. Ganz ehrlich, ich hätte erwartet, dass wir alle schon volle Herzen hier hätten. I hear Angus and Francis aren't the only ones in love. Do you think you'll tie the knot soon, too? Please say yes. Sophia, I only moved here in spring. Ja, und ich will jemanden, der mich noch nicht will. Ich muss doch dran arbeiten. Es tut mir leid. So. Ich muss mich ablenken. Rede mit mir. Make sure you're getting enough sleep. Visiting new places, especially the kind we visited, takes more energy than you think. Mhm. Ja, mehr schlafen wäre auf jeden Fall gut, weil dann würde ich die Erkältung besser aus mir rauskriegen. Jedes Mal, wenn ich aufnehme, bin ich hier voll gepumpt mit Aufputschmitteln, wollte ich gerade sagen. It's so much quieter now that school is back in session. Parker kept bringing Emmy and Finn here over the summer. At first it was sweet, but they wouldn't stop making paper airplanes out of my brochures. Ja, dann haben sie wenigstens was Sinnvolles mit den Broschüren gemacht. Also wenn ich auch so bei der Aufnahme mal so ein bisschen neben mir stehe oder so, das ist nur meiner Erkältung geschuldet. Es tut mir wirklich leid. Mit dir, ja. I do wish that we had candidates who were a little bit, well, what? To put it in mayor speak, more representative of our beautiful town's diversity. Das ist nicht sehr divers, wenn das zwei Männer sind, oder wie? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? And who is this stranger who is gracing me with her presence? Is this my wife? Cut it out, Parker. Come on, Lena, I'm just teasing. You work too hard. The shop, the kids, visiting your dad in Milkwater. At least you should take time to hang out with your friends like this lovely lady. Am I right, Tara? Du verstehst das nicht. Ja, es geht darum, die Balance zu finden. Das auf jeden Fall. Sie sollte auch mehr Zeit für sich nehmen. Definitiv kann ich jeder Mutter nur raten. Du verstehst das nicht, kann ich auch nachempfinden, weil wenn man Kinder hat und wenn man dabei noch arbeiten geht und alles, was wieder mit Nummer 2 zusammenhängt, es geht darum, die Balance zu finden. Ich will nicht sagen, es ist schwer, aber es ist natürlich auch nicht immer einfach, aber man muss halt wirklich Pausen für sich nehmen, aber man muss natürlich auch, man muss nicht, aber wenn man das möchte, Zeit nehmen, um sich da nochmal mit Freunden zu treffen, das ist klar. I think you might have a point, Parker. But Lena has to find a balance in her life that works for her. Look, I know Parker is right. I just don't know how to make more time in a day to actually do the relaxing part. You know, I wish I had more time to spend with my friends. Really, I do, Parker. But then, I really don't have that many close friends anymore. I haven't done the best job keeping up with people. I am glad you moved back, Tara. It's been so nice rekindling our old friendship. Oh, wir haben noch ein Herzchen aufgefüllt. Allerdings mit Lena und nicht mit ihm, aber das ist okay. Das ist okay. Ich bin immer froh über jedes Herz, was ich auffüllen kann. I totally kann. Get Marty's impulse to want to come here and stir things up a bit. Messenger Connor did that with the Consciousness Center, but I don't know. I think before trying to change a place, it might be a good idea to at least try learning about it first. Ich dachte immer, der hat schon sehr viel so über die Gegend gelernt. Ach so, wir können unsere Tränke schon rausnehmen, ne? Ach genau, die müssen wir noch fragen.
What's black, white, and lets you play cool tunes? Cheat music! Juliet's. Ring a bell? No? Mm-hmm. Ben, be honest. What? I didn't take it! Emmy did! I don't even know how I know that. I didn't see her do it. And she'll be mad if she finds out I told! Don't worry. You did the right thing. Mm-hmm. If I asked you about Juliet's cheat music, you would say... What does that silence mean? That I have nothing to say. Are you sure it didn't mysteriously end up with your stuff? That's silly. Emmy. Silly. I might have to step up my game. Maybe the Coven knows of a magic solution to my problem. Gibt's sowas wie einen Wahrheitszauber? Das wäre doch mal cool. Musikerin in Not. N. Oh Gott, jetzt werden die Noten auch noch gegendert. Nein. Sprich mit dem Gesellen, um herauszufinden, ob er weiß, wie du die verlorenen oder gestohlenen Gegenstände wiederfinden kannst. Mhm. Wir lassen dich für heute mal in Ruhe. Wir werden dich morgen zwingen, eine Antwort zu geben. Es sei denn, der Zauber ist komplizierter. Otto shouldn't be mayor. He only looked into it last time because my dad decided not to run for re-election. I still don't know why he did that. He was a great mayor. At least I thought so. Ja, ich sag mal so, alle würden einen guten Bürgermeister abkicken im Gegensatz zum Bürgermeister. Achso, mit dir hatte ich ja schon gesprochen, stimmt, wegen den Notenblättern. I might have to go by Sophia's diner later. She does have fantastic pie. Oh no, I don't really do carbs. But a straight shot of black espresso would be perfect right about now. Ja, würde ich auch gerne wieder trinken. Leckerer Bio-Espresso. Aber Lidl hat ja leider nichts anderes zu tun, als sämtliche Sachen, die gut sind und bio sind, aus ihren Regalen rauszunehmen. Deswegen werde ich diesen wohl nie wieder trinken können. Ich hatte zwei davon in der Hand. Ich wollte sie bezahlen und dann kam nur dieser Spruch. Ja, die waren aus einer Aktion, die dürfen wir leider nicht mehr verkaufen. Wir haben die anderen auch schon aus den Regalen geräumt. Wie kann man so dumm sein? Ich meine, wollen die kein Geld verdienen? Ich würde denen regelmäßig haufenweise den Espresso abkaufen. Ja, was soll man dazu sagen? Aber so ging es mir schon oft mit Sachen, die gut waren oder Sachen, die halt eben bio waren. Die werden ständig aus den Regalen genommen. Besonders die, die halt eben gut verkauft werden. Angus said he wanted me to supply some edibles for his cake, and I was like, oh, it's gonna be a party now. But he meant flowers. Edible flowers. Ja, ich habe so das Gefühl, heute wird irgendwie der Tag der privaten Unterhaltung. Moment, eins haben wir noch. Hat das fertig? Hi, Francis. Oh, those are pretty. Thanks. They're matching wedding bands for me and Angus. I've been working on them for ages, and then this morning, he said he doesn't want to wear a wedding band. Something about being worried about losing it in the dough or burning himself on the oven. I'm trying not to be devastated, but totally not succeeding. Vielleicht kann er ihn anders tragen. Wie wäre es, wenn er ihn einfach zur Arbeit abnimmt? Ja, das wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen. Wie wäre es mit einer Ringtätowierung? Die würde zumindest auch dann noch halten, wenn die sich wieder scheiden lassen. Das war vielleicht ganz gut. Aber gut, ich meine, er ist Juwelier. Er freut sich wahrscheinlich darauf, die Ringe selber gemacht zu haben und so. Ja, wenn er sie zur Arbeit abnimmt oder anders tragen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich meine, einfach abnehmen. Klar, es kann natürlich sein, dass er sie dann irgendwie verlieren würde. Aber was wäre, wenn das jetzt wirklich anders tragen würde? Ich meine, wird ihm das irgendwie was ausmachen? Maybe he could wear it a different way, where he wouldn't lose it. Like on a necklace? That's such a cheesy idea. But Angus is kind of cheesy, so he might go for it. Thanks, Tara. Keeping it real, I think I'm just anxious, because I'm trying to like... cobble together a new family out of the two of us, and maybe some kids of our own, if I could ever get Angus on board. I fell out with my family. So he's all the family I have. Why did you guys have a falling out? Oh, did they not like Angus? Oh no, not at all. They love him. In fact, Angus has been trying to talk me into reconciling with them. But I don't know if I can forgive my brother for what he did. That's what I love about Angus, you know? He's always trying to see the good side of people. Most of the time, anyway. Wir haben es geschafft. Wir sind komplett. Wir sind komplett. Sehr geil. Das heißt, die ersten zwei Häuser brauchen... Nee, drei Häuser brauchen wir nicht mehr. Wir müssen nur noch... Waren wir da eben drin? Doch, ja, ne?
Sie hat doch was von dem Gras gesagt, glaube ich, gerade. Ja, genau. Die ersten drei Häuser brauchen wir dann nicht mehr machen. Sehr, sehr geil. Ja, ich laufe jetzt gerade eigentlich in die falsche Richtung. Ah ja, ich muss ja noch den Trank machen. Wenn ich jetzt Richtung Wald laufe, dann geht schon wieder die Zeit flöten. Das heißt, ich werde erstmal wieder zurücklaufen. Dann werde ich gucken, dass, ob die Tränke fertig sind. Weil das will ich ja eigentlich auch so schnell wie möglich dann gemacht haben, damit wir das dann auch machen können. Perfekt wäre es natürlich... Oh, habe ich mich jetzt gerade erschrocken? Die Lieferung ist da. Muss man da draufklicken und dann... Dann macht er das. Ich glaube, ich klicke erstmal lieber am nächsten Tag drauf. Sind die schon fertig hier? Nee, oder? Ich wollte gerade sagen... Nee, wo geht der denn jetzt hin? 19 Stunden, meine ich doch. Aber so lange? Echt? Mal schauen. Hallo Tara, ich habe gehört, dass jemand dich ziemlich toll findet. Wir sollten uns treffen, Sophia. Aha. Scheiße. Dinner für zwei, bitte. Sprich mit Sophia über ihre Pläne für dein Date. Ich hab... nein! Ich will aber mit Wesley ein Date haben. Und ich befürchte, dass der eine mich jetzt hier anbaggert. Und den will ich doch gar nicht. Also den wollte ich schon am Anfang. Aber dann habe ich ja mitbekommen, dass der andere ein Werwolf ist. Und jetzt will ich ja den anderen. Das hier würde ich einsammeln. Das war's, genau. So, nochmal was für 4 Stunden. Das sind halt 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dann können wir abends nochmal reinschauen. So, dann würde ich sagen, dass es Blödsinn ist, wenn ich jetzt zum Wald gehe. Ich meine, da treffe ich vielleicht noch auf Shelby, aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Jetzt steht sie schon wieder hier vor der Mine. So geht das aber nicht hier. So, mit ihr hatte ich ja nochmal gesprochen, glaube ich, ne? Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ich gehe mal rein. Ich werde noch ein bisschen in der Mine arbeiten. Die, ja, die Chance ist klein, dass es funktioniert, aber ich werde trotzdem versuchen, den Schlüssel zu finden, sodass wir weiterkommen. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es Abend ist oder natürlich, wenn ich den Schlüssel gefunden habe, dann sehen wir uns auch nochmal kurz wieder. Aber ansonsten sehen wir uns gleich wieder, wenn es Abend ist und wir bei den, ja, ich sag mal, bei den im Hexenzirkel so weitermachen. Bis gleich. Hey! This looks like a key to the next level. Na, endlich. Ja, wir haben den Schlüssel. Geh doch mal da drunter. Mann. Wir haben den Schlüssel bekommen. Also ich hatte alle Erze hier schon durch und habe jetzt, glaube ich, das dritte oder so von diesen Vorkommen hier angefangen. Dann schauen wir mal in der nächsten Mine. Da sind, also ich habe das Gefühl, von Minenstück zu Minenstück gibt es hier immer wesentlich mehr Sachen, die dann so im Weg rumliegen. Sieht auf jeden Fall... Ich würde halt gerne wissen, ob man die Dinger nicht nutzen kann, ne? Mit diesen ganzen... hier ist eine Truhe. Hier ist eine... What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Sehr schön. Hallo Papa. Wenn ich es hier zu, lebend rausschaffe, kehre ich nie wieder in diese Mine zurück. Die Schlüssel zu den tieferen Ebenen verschwinden einer nach dem anderen. Ich war auf Ebene 4, als plötzlich die Tür zuknallte und ich den schrecklichsten Schrei gehört habe, den man sich vorstellen kann. Die Jungs und ich haben darüber gesprochen und beschlossen, dass wir kündigen, sobald wir den Lohn für diese Woche bekommen haben. Bis bald, dein Sohn Eddie. Das wäre der letzte. Darüber freue ich mich schon, aber das sind natürlich alles so Informationen... Ja, wo die, ich habe den Namen vergessen, Jiva, meine ich, heißt sie, wo sie dann natürlich sonst was draus macht, ne? Wer weiß, es hört sich halt sehr magisch an. What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Ein Rezept von Baklava, okay. Können jetzt in deinem Gärfass hergestellt werden. Sauerkraut und Kimchi. Habe ich ein Gärfass? Ich habe da noch gar kein Gärfass. Soweit ich weiß. Hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal schuften, damit wir die Tür freikriegen. Na gut. Dann würde ich sagen, ich mache nochmal ein bisschen weiter. Ich habe zwar keine Hoffnung, dass das jetzt direkt von Anfang an funktioniert. Weil ich halt immer sehr, sehr lange gebraucht habe, um da irgendwas zu machen.
Aber ich mache jetzt hier auf jeden Fall nochmal weiter, bis die Ausdauer zu Ende ist. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es Abend ist und wir beim Zirkel sind. Bis gleich. Halt, stopp. Wir müssen ja noch den letzten Brief abgeben. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. You have a natural talent for this kind of work, Dara. Der Stein ist mein. Finde heraus, ob irgendjemand anderes Licht ins Dunkel der Geschichte der Mine bringen kann. Ein Vergissmeinnicht. Also ich bin jetzt hier gerade noch mal kurz im Wald am Gucken. Ich habe gerade noch einen Pilz eingesammelt und ich habe das erste Mal ein Vergissmeinnicht gefunden. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, und da wir jetzt 7 Uhr haben... Haben wir ja sonst noch irgendwas? Nee, nicht, dass ich wüsste. Oh, die Blumen sind auch wieder neu da. Sehr schön. Können wir die auch wieder holen? Die sind ja auch wunderbar im Endeffekt, um den Trank wieder zu verbessern. So, die anderen sind auch schon da. Dann sprechen wir nochmal mit denen. It took me ages to get this far in the coven. But don't give up. You'll get the hang of it. Did you know that women healers were burned for being witches for centuries, even when many of them weren't witches? Strange. A woman who can heal terrifies people. I try not to think too much about what that means. Wäre das ein Mann gewesen, wäre das wahrscheinlich alles kein Problem gewesen. Okay, wir haben noch jede Menge Beeren. Oh, die bringen auch nur noch so wenig. Okay. Dann nochmal 2. Dann sind wir wieder bei 100%. Ah, mit ihm kann ich wegen dem Notizbuch reden. Und, achso, bei dir kann ich es noch nicht abgeben, ne? Dann rede ich erstmal mit ihr, dann nehmen wir ihn als letztes. Our ways must seem foolish and secretive to one who has not grown up in the coven. A little. We must wear disguises, we must meet in secret, and we must be careful of who we let into our order. To fail in these duties is to invite scrutiny from others. Then there's fear. Fear is dangerous and in the wrong hands, a weapon. It has always been this way. Ja, leider. Das haben wir ja schon einige Jahre miterlebt. Light follows the darkness. Remember that. Hey, Journeyman. You wouldn't happen to know a spell to help me find something that's missing, would you? I do happen to know what you're looking for to find what you're looking for. You need to learn some scrying. Which is what? It's basically looking into a magic mirror and asking it to find stuff for you. It works on anything. People, possessions, whatever. Witches usually use pools of water because water has its own magical properties. A basin of water is best so you can more easily contain the spell. Build one of these scrying basins in your sanctum and then pour this potion into it. Say the name of who or what you're looking for and it'll do the rest. Okay. Baue ein Wahrsagerbecken um dein Heiligtum, in deinem Heiligtum und benutze es, um Juliettes Noten zu finden. Na gut. I'm trying to convince Violet to help me out with some cocktails. Her potions are always flawless. Dies kann jetzt in deinen Kessel gebraut werden. Wahrsagetrank. Ja gut, das war noch von dem davor. Wahrsagerbecken, das ist auch nicht so groß. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, damit wir jetzt nicht hier großartig was machen müssen, werde ich ausnahmsweise den Besen mal nehmen. Dann brauche ich das Ganze nämlich nicht rauszukatten. Außerdem sieht die Animation doch irgendwie immer geil aus, finde ich. Und dann gehen wir nochmal in mein Heiligtum, wie er das so schön gesagt hat. Wir müssen auch mal gucken, genau, den einen Trank können wir noch machen. Da müssen wir noch einen, glaube ich, machen, oder? Nee, da haben wir alle. Bin ich verwirrt? Moment. Wahrblicktrank und Wahrsagetrank. Genau, das war jetzt das, was wir brauchen. Aber da brauchen wir noch 2 von. Nee, ich... Nee, ich habe 2 gemacht. Ach so, dann kann ich jetzt 2 gleichzeitig machen. Ah, okay. Ich dachte gerade schon. Ja gut, dann schauen wir noch mal ganz kurz, bevor wir uns gleich verabschieden, wegen dem Wahrsagebecken, was wir dafür brauchen. Okay, Lehm haben wir nicht besonders viel, aber es passt noch gerade so genau. Es ist sehr klein. So,
Sollen wir das lieber nach oben machen? Eigentlich wäre hier besser, glaube ich, ne? Ist eigentlich egal, warum ich es drehe, ne? Stellen wir mal einfach hier hin. So, und? I need to brew some scrying pot. Ah, ja, ja, ja. Ach so, nee, den musste ich brauen. Ja gut, der ist jetzt eh belegt, ist aber nicht schlimm. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute erstmal Schluss. Puh, morgen und übermorgen, da haben wir noch so einiges zu tun. Ich freue mich aber auf jeden Fall schon sehr drauf und sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.